Hupenrunde. Mann, ist das eine Suppe. Das Mäuschen macht Piep. Soll ich einfach laufen, da sind wir schneller da. Nee, wir fahren da schon hin. Guck mal, wo die sind. Alpha, Bravo, Rules of Engagement sind Feuer erwidern. Also verstanden, wir suchen sie momentan. 75% davon, höchstens, weil wir sind gar nichts, haben es verloren, das ist einfach super. Bravo, hier Alpha, ja, ihr seht uns auf der Map. Ja, das war schon mein Gedanke. Wir haben übrigens jetzt Kontakt mit Ihnen. Wir stehen auf Ihrer linken Seite. Bravo, Ella. Na, schalt bitte wieder euer Licht an. Wagen 1, Quebec. Wagen 2 fährt. Quebec ist ganz gut. Sagen wir die ganze Zeit, ob wir auf der Straße sind oder nicht. Ja, wir sind ich sehe nur auf der Rückfahrkamera, wo ich hinfahre. ein bisschen links drehen. Ja, das ist gut. Ist ja, noch auf der Straße. Passt perfekt. Geradeaus, gleich bis links. Geradeaus. Fahrzeug 1, Whisky, ich sehe wieder mehr. Ja, er hat ein bisschen Frühstück. Ah, jetzt sehen wir auch mal was, Alter. Das ging ja gerade gar nicht. Hier ist eine Kreuzung. Ja, wir sind vorbeigeschossen. Echt? Ach ja, sorry. Wagen 1, halt! Wagen 1 dreht und setzt zurück bis zur letzten Kreuzung. Schließt euch uns an, wir mussten abbiegen. Also verstanden, wir schließen links, auf. Links. Hier links, ne? Ja, genau. Bleibt ganz Zeit auf der Map und navigier. Ja, du musst sowieso noch bis zur nächsten Kreuzung, bei der nächsten Kreuzung halt. Hast du GPS? Das ist schlimm, ey. Nein, ich hab kein GPS. Wie gesagt, einfach wenn du halt. Wir können uns mal den Weg reinblitzen. Aber im Rückspiegel sind das andere Fahrzeuge. Ja, das sehe ich die ganze Zeit in der Rückfahrkamera und ich habe Angst davor, dass wir uns noch weiter reinfahren und dass dann unser Ende ist. Okay, langsamer werden. Wagen 1, Stopp in 30. Wagen 1, Stopp. Wagen 2, Stopp. Alpha Bravo, absetzen. Absetzen. Oh, ich sehe was. Dann geh halt Süd. Wunderbar. Contact, Rifleman. Ja. Ja, das ist ja super. Bravo, schließt euch mal hier an. Alpha, 100 Meter Südost. Alpha, verstanden, führt aus. 100 Meter nach Südost, Jungs. MG hat Führung. Bravo, 100 Meter West. Der gehört nicht zu uns, nee. Wir haben jedes Hexagon. Wer ist denn das hier, Kollege? Ne, ja, ich bin Lead. Lauft ihr? Hä? Ich bin Lead. Lauft. Ach, du hast jetzt Lead übernommen. Ja, Audio hat Lead. Okay. Actual hier Alpha ausgeführt. Also, Bravo. 100, also ihr lauft jetzt noch 100 Meter nach West. Kontakt. Ich bin... Oh, mach den Ding, die spazieren da um. Ja. Lauft ihr nach Westen, nach Westen. Richtung Straße. Ja, check. Actual hier Alpha, wir haben Feindkontakt. Zwei Mann Infanteriepatrouille wurden noch nicht aufgeklärt von uns. Haben uns noch nicht aufgeklärt. Auf von unserer Position aus 210 Grad kommen. Ja, so verstanden, Stellung halten. Weiter beobachten, keine Feuerfreigabe. Warten bis Bravo auf Position ist.
hier Alpha, Zivilist kommt die Straße in Richtung Norden zu uns. Ne, Actual verstanden, somit wirklich Ziele eindeutig identifizieren, bevor ihr anfangt zu ballern. Bravo, wie sieht eure Sicht die Straße entlang aus, Richtung Ziel? Wir haben gerade die zwei Infanteristen, die Alpha schon gemeldet haben, auch ebenfalls aufgeklärt. Ja, soweit verstanden. Break. Alpha, weiter darauf vorrücken Richtung Ziel. Bravo, Feuerdeckung, wenn die Schüsse fallen, Feuer öffnen, suppressen. Soldier, 200 meters front. Alpha führt aus, wir haben allerdings Feindkontakt Richtung 200 Grad von unserer Position. Drei Infanteristen am Turm, der ziemlich nah bei uns ist. Kommen. Ja, ist aber verstanden. Bravo, habt ihr Sicht auf die drei Kontakte? Warten Sie, ganz kurz. Ja, na, stopp, Break, Stellung halten. Alpha, Sicherungselement Bravo ist bewegendes Element Bravo, rückt vor. Alpha gibt Deckungsfeuer. Wenn Alpha geeignete Position hat, Feuerkampf aufzunehmen, bitte Bereitschaft bekannt geben, dass Bravo vorrücken kann. Alpha ist bereit. Alpha Feuer frei, Bravo vorrücken. Alpha meldet alle Feinde bekämpft. Okay, Stellung halten, Bravo weiter vorrücken Richtung Ziel. Bravo, bewegen. Bravo, Actual, hier Alpha, wir haben Feind suppressed und wir haben Feindkontakt westlich von dem rechten Turm. Ja, so verstanden. Weiter suppressen. Bravo, schneller vorrücken zum mittleren Turm. Deckungsposition einnehmen, Feuerkampf aufnehmen, dass Alpha nachrücken kann. Double Time. Bravo, hier Alpha, Achtung, hinter euch und in eurem Nahbereich läuft Zivilist rum. Ja, so verstanden, haben wir keinen. Bravo, los, go, go, mittlerer Turm ist Ziel.
Okay, Alpha nachrücken. Bravo hat Feuerkampf aufgenommen. Ist bekämpft. Mann, ausgefallen. Nein, ich hab's hingeblitzt, tot. Soll ich jetzt mal werben. Teamlead ist eben verstorben. Lädt. Alpha hat aufgeschlossen. Die neue Frage, kann man nicht für seinen eigenen Rhythmus vornehmen, ne? Bravo rückt auf der linken Seite Richtung letzten Turm vor. Alpha hält in der Mitte. War kein Zivilist, es war nur ein Unbewaffneter. Alpha sichert die Nord-Nordwest-Seite. Alpha Bravo hier actual von Süd bis West Compound, alles sauber. Nee, nichts zu erkennen. Wie schaut's bei euch aus? Actual hier, Alpha, keine Feindkontakte. Bravo Status. Bravo. Bravo, was seid ihr? Genau gesehen, ja. Was ist los? Ich werde hier auseinander gelootet, finde ich gar nicht okay. Ich will nur das Visier haben. Meine Leiche ist irgendwie weg. Jo, und was ist mit eurem Funkgerät? Ja, das ist mein 2148er ist jetzt weg. Aber ich habe noch das 343 jetzt drin. Ja. So. Okay, ja. Dann, Zaid. Haben wir Sprengladung hier? Nein, aber in der Hunters da hinten. Soll ich mal schnell holen? Okay, dann Bravo mal zurück, die beiden Fahrzeuge herführen und Sprengung bereit machen. Hat denn hier jemand von Team Bravo noch ein 148er? Ja. Nee. Dann bist du jetzt herzlich willkommen als neuer Leader von Bravo. Team Leader. Jetzt so anstrengend noch heute Abend. Ich will mir noch mal hier einen.
Alpha, Compound sichern. Bravo, hol die Fahrzeuge mit die Sprengladung her. Alpha, so verstanden. In den Compound einziehen und Sicherungsposition an den Ecken Südwest und Nordwest aufbauen. Du gehst nach Nordwest. Tim? Parachute 300 meters bearing 015. Ich möchte, dass du da in den Compound gehst und die südwestliche Ecke sicherst. Mhm. Zay, du nimmst nordwestliche Ecke. Ja, weiß Tim mal eben ein wegen südwestliche Ecke, dass er was er da sichern soll. Ja, verstanden. Man sieht das schön aus. Was? So der Nebel und so? Nein, einfach guck mal in den Himmel, guck dir die Türme an, das sieht einfach viel schöner aus als in Arma 2. Wie so im Lichtstrahlen, voll geil. Bravo, habt ihr denn... Möchte wäre ja jemanden einen Minendetektor oder eine APRS Mine. Mal ganz was anderes. Bravo, habt ihr den Fallschirm gesehen? Ja, da waren zwei 148er drin. Okay, sehr schön. So, wer möchte noch einen 148er? Was sammelt ihr denn Müll? Warum kann ich keinen Minendetektor mehr tragen? Der nimmt den Platz vom Funkgerät ein, glaube ich. Also jetzt macht, wer macht jetzt neue Lead über Bravo? Nee, da müsste eigentlich Secondary. Ich wurde irgendwie zugeteilt, weil ich einen 148er habe. Ja, dann bist du jetzt der. Ja, stimmt, das hab ich dir gesagt. Wer warst du jetzt nochmal? Johanna. Kein Plan. Ja, bist du jetzt der Lead. Dann bist du jetzt halt der Lead. Ja, ich bin eh damit leicht überfordert. Wieso? So gehst du jetzt, oder was? Nee, ich bleib hier. Nur ich und Lead, wir verstehen uns noch nicht so. Ja, das, dann wird es Zeit, dass ihr mal gute Freunde werdet hier. Ja, das passiert, wenn man halt die ganze Zeit nur in der Luft ist. Ja, wer es nicht macht, der lernt's auch nicht, hä? Ah. Erstmal ein paar schöne Screenshots machen. Okay, also, egal. Bravo, jetzt hier mal zack, zack und Sprengung bereit machen. Beide ja, was Tower. Was muss denn gesprengt werden? Beide Tower. Die Türme. Okay. Ich mach mal eine Sprengladung klar. Muss das eine Rucksackladung sein oder reicht normaler Sprengladung? Das ist jetzt die Frage. Es muss laut knallen und das Zeug muss weg. Keine Ahnung wie. Ich kann das Zeug gar nicht aufnehmen. Wollen wir nicht das Fahrzeug in die Luft fahren? Ich jag das Fahrzeug nicht in die Luft. Nein, der finde ich nicht. Da steht noch hier. Weiß jemand, ob sich die Sprengladung addieren? Ich glaube schon, ja. Bravo vom Check. Wenn jemand noch Granaten oder sowas braucht, ist im Üffrit Gear drin. Johannes? Ja, jawohl. Hast du da einen 148 auf Kanal 2? Ja. Bravo, Funkcheck. Timer ist running. Kanal 6? Okay, gut. Haben wir einen Timer? Weiß ich hab das Ding jetzt auf Fernsteuerung stehen. Unten heißt es gerade Timer is running out. Ja, nee, das ist vom Zeus gewesen. Also los, Fahrzeuge weg und weg und das Ding sprengen. Okay. Ja. Ich übernehme den rechten Topf zu sprengen. Bravo aufsetzen. Bravo Fahrzeug 2, Alpha Fahrzeug 1 aufsitzen. Wir ziehen ein bisschen vor, dass die Fahrzeuge bei der Sprengung nicht draufgehen. Alpha auf den ersten Hunter aufsetzen. Außerdem muss ich sagen. Chef, komm her.
cooler aus, in Arma 3 zu laufen als in Arma 2. So langsam, weißt du, dieses. Ja, dieses langsamer. Sieht einfach richtig geil aus. So sieht's jetzt aus. Sag schon mal einen Zelt, damit du auf dem Beifahrer bist. Also, Wende 180 Grad, wir fahren die Straße zurück dann. Wenn jetzt meine Schulter Beifahrer. Kann ich aber nicht mehr so schön auf die. Du sollst auf die Map gucken. Ja, wir können nicht so schön auf die Rückfahrkamera gucken. Tim, aufsitzen. Warum hast du da Ja, Anti-Personal Mine. Vielleicht kommen ja Feinde da hoch. Weiß ja nicht. Ah ja, wie gesagt, ich habe jetzt einen Rucksack. Tim, wenn du noch eine Rakete brauchst, ich könnte jetzt noch eine mitnehmen, weil wie gesagt, ich habe jetzt einen Rucksack. Ja, ich hab eine. Ja, wenn du noch eine hast, die du mir, oder wenn der Hunter noch eine ist, die dich passt, dann nehme ich dir gerne mit. Okay, ich glaube, die Entfernung, das reicht, glaube ich. Sprenge dich. Ja. Noch nicht mal gesprengt, aber Hauptsache. Sprengen, wenn bereit. Bereit. Da war halt weg. Jo, dann lass knallen. So, bevor meine Mutter komplett ausrastet, fährt jetzt mal eben jemand anders und ich pack mal eben meine Sachen für morgen. Okay, ich fahre dann. Was? Ich fahre 2 Wochen nach England und hab noch nicht gepackt. Du hast diese Immersion, die du an den Tag legst. Was, warum Immersion? Du hättest doch einfach zum Fahrersitz drücken können. Es muss halt realistisch sein. Ja, Immersion. Jo, jetzt warten wir mal auf die zweite Mission. Ich hab AP-Minen gelegt, damit Jonas, wir die Teile nicht wieder aufbauen können. Ja. Was ist? Er ist auch gerade in Britannien. Ich verstehe dich kaum, du. Jack ist nicht auch gerade in Britannien. Ja, und lass sie doch. Lass sie doch in England sein. Das ist doch nicht mein Problem, das ist auch nicht Chris sein Problem, das ist auch niemand sein Problem. Wir haben es erkannt. Kriegen wir jetzt eigentlich einen Funkspruch vom HQ oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Das wäre nämlich richtig cool, anstatt einfach so jetzt eine Mission zu kriegen. Oh. Prototyp. Was sagt denn der Bo? Was? Jetzt ist sie wieder weg. Was? Echt? Die Mission. Air Station Mike 26 war es, gell? Keine Ahnung. Doch, da war es, glaube ich. Ja, ich glaube, da muss unser Zeus noch ein bisschen üben, ne? Jetzt wollte ich gerade schreiben. SPZ stimmt schon, oder? Was heißt eigentlich SPZ? Weiß doch, wieso ist da so ein riesen Loch in der Scheibe? Damit du durchschauen kannst. Audio, was heißt SPZ nochmal? SPZ. Das war doch irgendwie die Leitung, oder? SPZ, was war SPZ? Keine Ahnung. Komm ich aus dem Militär? Was war die Abkürzung für Leitung? OPZ. Ach, ist schon so behindert. Wow. Oh. Operationszentrale. Ja, stimmt. Ja, aber Kupu, dafür, dass es Kupu ist, so. Was richtig zum ersten Mal macht das ja, ziemlich gut. Doch. Doch, ist nicht schlecht. Kann man schon lassen. Dein Kopf ist aber schon gut in die Decke, ne? Also ich will mal gleich sagen, ich bin nicht der beste Arma-3-Fahrer. Jonas? Ja. Ich hätte gerne ein Bild als Hintergrundbild, aber es tut irgendwie so. Ja? Ich hab's gerade selber gelöst, danke. Danke. Tim. Bleib mal ein bisschen mehr bei Arma gerade und schweif nicht zu sagen. Irgendwie kann ich das nicht haben. Ich weiß nicht warum, aber das ist so.
Was kannst du nicht haben? Wenn man es gerade so übertrieben von Arma abschweift. So. Ach so. So, ja. So ein bisschen realistisch. Macht so ein bisschen Flair kaputt und so. Genau. Ah, Prototyp. Alarm wurde ausgelöst. Schüren Sie die Prototypen sofort. Was? Alarm wurde ausgelöst. What the fuck? UPZ Ende. Ach, da kann ich. Alpha, Bravo, Achtung, meine Herren, wir setzen die Fahrt fort Richtung Süden, Südwesten. Wir machen Stellung, wir machen Halt beim alten Outpost, kurz vor Air Station Mike 26. Verstanden? Bravo fährt wollen wir. Lass mal Bravo fortfahren. Bravo, verstanden, komm. Alpha hat verstanden, ich übernehme jetzt kurz die zu lang, Chris weg. Ja. Bravo, habt ihr verstanden? Komm. Ja, Bravo hört, Vorschub wiederholen. Bravo, also, Mission ist, ein bisschen Prototyp zu stören. Wir setzen unsere Fahrt Richtung Süd-Südwest fort, machen Halt bzw. Stellung beim alten Outpost nördlich von Air Station Mike 26. Verstanden, komm? So verstanden. Position nördlich von Flugstation Mike 26. Okay, Alpha Lead, Bravo, zweites Fahrzeug. Ende. Kannst du mich dann führen? Kann das jemand anders machen? Tim für mich. Nur du und Tim sind da. Geradeaus. Geradeaus? Nein, wir müssen drehen, oder? Ja, drehen dann rechts, das weiß ich. Jetzt muss ich mir noch eine Zigarette bauen. Auch nicht. Ich kann euch zuhören und reden, aber nicht spielen. Falsche Richtung, oder? Eins fährt. Whisky. Und das falsche Richtung, oder? Ja, ich weiß es nicht, muss mir sagen. Umdrehen. Ja, wo jetzt? Nein, einfach nur auf der Straße umdrehen. In die andere Richtung. Eins mehr. Wo jetzt? Hier lang. Straße lang, oder? Genau, einfach wieder genau richtig. Danke. Ich einfach so ein geradeaus, nicht abbiegen. Ja, ich fahre gerade so ein bisschen. Sag mir bitte, bevor ich abbiege, so zum Länger. Ja, du musst gar nicht abbiegen, einfach der Straße folgen. Okay. Nur einmal dann halt nach rechts, aber das reicht jetzt. Eins erhöht auf Echo. Einfach der Straße runter. Kann man verfehlen. Es wird gleich wieder nebelig. Meine arme Dreikünste. Er ist so. Nein, Jonas, nicht die Klippe runter. Darf ich die Klippe? Ja, kein Problem. Geil! Ich fahre gerade bestimmt über die Fahr. Über die. Okay. Hätte einfach drüber fahren können. Ja, halt komm, so sind wir jetzt ja auch nicht. Vögel. Jetzt sind du hast keinen 148er, oder? Ja! Ich hab's probiert, Kobo, ich hab's probiert. Er hört uns zwar sowieso nicht, aber... Keine Ahnung, wo wir sind. Ich höre. Unten an der Kreuzung ist ein Stückchen rechts. Wo? Jetzt gleich, oder was? Ja. Ja, jetzt. Eins rechts. So, der alte Outpost müsste unsere linken sein. Da unten, oder? Jetzt genau. Links. Keiner. Hier ist sie runter. Sie absetzen, oder? Ja, aber reinfahren, wenn möglich. So? Oder oh, sind wir schon da? Ja, wir sind schon da. Ich warte auf das Absetzen von Alpha, Bravo, absetzen. Absetzen. Dann guck mal, ob da noch eine Rakete von dir drin ist. Da hol ich mir gleich eine. Mhm. Das ist der Start von Arma 3 Breaking Point. Welche brauchst du? Der fliegt mir beim Fallschirm runter. Es gibt nur einen Endler.
PCML missen brauchst, oder? Ja genau, so eine Endlore hätte ich auch mal wieder gern zurück. Was denn wo? Ist nicht da drin, Tim. Unten, Endlore-Rakete. Also ist da keiner drin. PCML Missile 2. Hat noch jemand ein Fernglas? Kann mal jemand den ersten Watchtower auf der linken Seite von der Sphäre anschauen? Watchtower auf 170 Grad. Ja, check. Der ist leer? Ja. Okay, gut, sonst irgendwas zu sehen? Ne, jetzt ist sich der Nebel. Wir sollten vielleicht erstmal den Berg hoch. Sag mal, wer meinte das hier mit dem VST, Waffe auflegen? Ja. Geht das nur bei iPods oder geht's auch nein, das geht auch so. Steuerung M. Steuerung und Leertaste. Die Shift Leertaste. Steuerung M und iPod. Dann Steuerung und Leertaste. Ah, okay. Da ist ja schon, ja. Nö, geht nicht. Ja, wenn du halt so hoch bist, gehst du mit Steuerung und den Pfeiltasten nach unten. Hast du das mitgestartet, VTS? Du musst den Mod schon mitstarten, das. Ach, man braucht dafür. Entschuldigung, wo bleiben die Befehle? Ja, das ist. Tja, die Befehle sehen es aus wie folgt. Mach, dass das Ding kaputt geht. Das ist sehr gut. Also naja. Alpha rückt vor. Wir gehen direkt Süden. Alpha rückt vor, bezieht Stellung, gibt Set durch, wenn sie eine Stellung haben, dass Bravo überschlagen nachrücken kann. Alles klar. Was haben wir noch? Brauchen wir eine Sprengladung? Ja, wenn ihr eine Position. Sprengladung brauchen wir. Wenn ihr eure Position eingenommen habt, dass wir nachrücken können, Set durchgeben, also dass ihr eure Position bezogen habt. Ach so, ja, Set, ich weiß. Okay. Wir rücken Richtung 150 auf den Stoppbusenberg. Auf 170 Grad, da ist jetzt irgendwas im Tower drin. Da ist irgendwas drin. Okay. 170 im Tower. Dann laufen wir so ein bisschen außen rum. Wie gesagt, wir gehen auf den Berg jetzt von hier aus 150, okay? Audio? Machen wir kurz ein Schuss. Klonk! Ach du Scheiße. Aber SD-Waffen. Nee, 150 ist keine gute Idee, weil wir da nämlich ins Open rennen. Wir müssen direkt Süden in den Wald rein. Wo sollen wir euch sonst sichern, wenn ihr vorrückt? Diskutieren mehr Handeln. Nein, keine Diskussion, wir haben Waldgebiet, da können sie uns nicht so sehen und treffen. Direkt Süden, los, Alpha, go, go, go! Okay, Tim, los! Hat einer einen Plan, woher das kam? Ja, vom Turm. Ja, kein Feuer. Das ist doch vorne in dem Wagen eingeschlagen, oder nicht? Ja, klar, stimmt, vom Turm. Diese KI sieht doch alles. Ja. Muss nicht KI sein. Sind die schon oben? Ich habe gerade nämlich gestartet. So, ist kein Aufwandschlag. Im Süden schon hinterm Zaun gesehen. Nö, ja, die müssen das durchkommen. Vorher machen wir nichts. Gibt's eine Entfernung zum Turm eventuell? Ja, 539. Okay. Boah, okay, das ist ja nah. Alpha, lang braucht ihr, bis ihr eine Position habt? Ich wollte gerade noch eröffnet. Wir kriegen hier Beschuss rein. Ja, okay, gut, verstanden. Bravo rückt das immediat nach. Los, alle nach. Lauf. Dämliches Backups. Frage Feuerstatus? Ja, der ist grün. Find mal da eine gute Position. Nee, jetzt Kuru. Audio, find mal da eine gute Sicherungsposition, ganz ehrlich. Ja, die ist echt für den Arsch, ich weiß. Bravo, los, go, go, vorrücken. Abstände achten, Leute. Okay, Bravo, stopp, Alpha, weiter.
weiß nicht, wie weit Bravo jetzt vor ist. Bravo ist die Sichtweite. Die sind 50 bis 100 Meter vor uns weiter. Ja, grün, Feuer. Audio ist aber noch weiter vor oder wie? Ja, weiter vor, weiter vor, weiter vor. Also komplett noch weiter in den Scheiß. Alpha Set. Ja, ja. Weiter vorwärts. Bravo, weiter. Tim, pass erstmal auf die linke Flanke auf, okay? Mhm. Also nimmst du den Südosten. Wo rein? Frage? Nicht vor, nicht weiter vor. Vor, rally up! Ja, hier, hier, hier jetzt, direkt rein, direkt rein. Okay. Schon reingehen oder da nur auf rein? Erstmal den Tower ausschalten, links. Achtung, Minen! Wo sind die? Ah, da vorne, okay. Achtung! Achtung, das ist ein Stolperdraht, oder? Achtung, das ist auf jeden Fall ein Antwort. Okay, weiter. Alpha, weiter. Wir haben Minen hier im Feld. Aufpassen. Alpha, komm. Hat jemand eine Minen getaggt? Alpha, dritter Mann wieder anwesend. Komm. Ja, eine Minen getaggt hat man da. Ja, weiter aufschließen. Einfach was vor, achte einfach, was vor dir auf dem Boden liegt. Wieso schreiben die das im Chat? Das ist langweilig. Bravo, was denn? Ja, besetzt meine Turm. Drück mich mal, ein bisschen. Einfach immer hinter mir gucken, blau. Seto läuft gleich durch eine durch, glaube ich. Turm ist leer. Wo ist er? Links von dir jetzt, irgendwo. Wo bist du lang gelaufen, Jake? Alpha komplett. Oh. Da ist einen Minen gelaufen. Minus einen. Haben wir Verluste? Ja, ich weiß ja nicht. Mine hochgegangen. Okay, gut. Ja, ist in die Luft gegangen, aber war weit weg. Sehr gut. Oh, X-Shake war ich also links von uns im Mine, genau. Links von uns waren die auch, gell? War auch nicht recht. Okay, nee, Bravo. Links, Bravo hält Feuerstellung. Bravo hält Feuerstellung, Alpha geht rein. Können wir noch kurz warten, bis Chris oben ist? Oder sollen wir gleich rein? Ja, rein, los. Rein, go. Bist du Alpha? Bravo zieht 20 Meter hinterher. There's a mine here. Rechts rum, Bravo. Granate fliegt. Passt schon, ist bekämpft. Kreuzer. Wow, die Granate hat mich erwischt. Aufpassen. Ja, kein Ding. Wow, fuck, was war das gerade? Ich hab eine Granate geworfen. Boah. Wow, fuck, ging nicht über einen Zaun, scheiße. Nein, ich ging nicht über den Zaun. Deswegen, Achtung, wir haben hier unten noch Kontakte. Viele Kontakte, Granate rein. Uah. Oh fuck, das ist einfach smoke, egal. Granate fliegt.
Achtung, wir haben Piloten da unten. Ist das feindlich? Muss auf. Bitte im Tor. Mein Ausfall. Einer ist tot. Zwei sind tot. Zwei sind tot. Drei. Los, Status. Oh nein, fuck, ist Chris ist auch da drin. 0-4-3-0-3-9-Ready. Enemy Fire! Falsche Richtung, hallo. Ah, shit. Muss man meine Leiche looten hier. Ich bin tot, lass mich liegen, ich will mein Zeug selber holen. Runter. Nate. Dachte die Frag kam zu kurz. Mein Ernst, Chris? Boah, fuck du Scheiße, Alter! Magazin. Granate fliegt. Grid 0-4-3-0-3-9-Ready. Ihr habt noch links in der Lagerhalle, habt ihr noch einen. Hast du ein kleiner Pech. Warum hast du denn eins, Chris? Bravo, runter die Lagerhalle, ran an die Mauer, einer sichert hin. Lebt noch an der Lagerhalle. Eigener oder Feind? Ja, Feind. Lebt noch, lebt noch, lebt noch. Ja, einfach nur sprayt. Man sieht's einfach nur, wie er sprayt. Was war denn unser Alpha, nachziehen. Okay, sicher den Compound und leg Sprengladung an den Flugzeugen.
Okay, südlicher Bereich ist gesichert. Westen habe ich Chris. Ja, check. Also, wer hat Sprengladung dabei? Ich. Keiner, aber die Aufgabe ist sowieso abgebrochen oder nicht? Ja, die ist cancelled. Schade, kann man nicht. Warum eigentlich? Ja, verstehe ich auch nicht. Vielleicht war der Prototyp ja nicht hier. Ich habe ja nach einem CD-Chip gesucht und der war eine hier. Kleine Sprengladung, um ein Fahrzeug zu zerstören? Vielleicht. Ja, dann versuchen wir es mal mit dem da. Der uns vorhin auf der Forschung gegengekommen ist, das auch so, ne? We need you to RTB. Return to base. Aber das wird ja behauptet. Ja, aber wenn ein Ziviler sieht ganz anders aus, der hat keine Uniform. Ja, ich weiß, aber... Jeder, der im Kriegsgebiet eine Uniform trägt, ist ein Soldat, ganz einfach. Ich weiß. Das ist ein Gesetz. Return to base. Aber bewaffnet ist er ja kein Soldat. Oder schreibt... Chris. Achtung. Broadway meinte dann... Ja, B-52... Broadway meinte dann... Okay, sofort zurückziehen zu den Fahrzeugen. Noch da hoch, ja. Ja, mach jetzt, los! Ja, geht mal weg da, ihr rennt gerade auf das Fahrzeug. Ja, dann renn mal dran vorbei, komm, los. Ja, okay. Jag ich selber vorbei, gehen hoch. jetzt wird nur noch die epische Musik. Es ist geschrieben, es ist 30 Sekunden. Wir können ja noch 4 Minuten 30. Also das Feuerwerk will ich mir nicht entgehen lassen. Epische Musik? Ja, genau, wir brauchen epische Musik. Achtung, Sprengung. Epische Musik. Alpha Fahrzeug 1, Bravo Fahrzeug 2, wie vorhin auch. Letzter Mann Alpha sitzt. Wohin? Ah, zu Base. Return to Base, aber warte erst noch. Ist Bravo überhaupt schon? Ganz ruhig. Ja. Bombe incoming. Wir setzen auf die Straße, fahren Point und zurück zur Basis. Navigieren wir ein bisschen. Rechts, zunächst rechts. Nächste rechts, check. Soll ich funken? Ne? Ja. Soll ich funken oder was? Ah, funk du mal. Kann das ja schon. Ganz rechts. Okay, that useless. Das gehört sich. Ja, aber es war useless. Okay. Die nächste, einfach die Straße lang folgen. Nicht wird schon wieder neblig, ja? Mhm. Ach nö. Ja. Straße folgen, nicht abbiegen. Also nicht vor. Irgendwie glaube ich, da kamen keine Bomben. Bomber und er hat uns nur angelogen. Nein, Weapon Failure, die fliegen nochmal an. Die haben alle ihre Bombe geworfen und keine funktioniert. Made in China Bomben. RTB, boah, die ist aber schwer. Ja, du weißt ja nicht, vielleicht liegen ja IEDs auf der Straße. Beifahrer, guck auf IEDs. Ja, super, wie wenn ich die bei 90 Sachen auch sehen würde. Ja, das ist die Kiste, die vorhin gedroppt wurde. Wohin, mein Freund? Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass wir runter müssen. Doch, passt schon. Hör mal weiter. Die nächste ist links, aber das sind noch 400 Meter. Ist Bravo noch dran? Nö, ja, ja. Schon lange nicht mehr. Ja, Bravo ist dran. Rückspiel sagt ja. Alter. Jetzt sieht man schon wieder gar nichts mehr. Warte, stopp, werd ein bisschen langsamer. Nächstes jetzt links, nämlich jetzt gleich hier. Jetzt. Ich hab gerade das Straßenschild umgefahren, ich weiß, dass es hier irgendwo links gehen muss. War schon, du bist auf der Straße. Ja, und nächste rechts, ne? Ja, nächste rechts. Wenn du sie findest. Ich sag 100 Meter, ich sag 50 Meter davor Bescheid, okay? Ich seh nichts mehr. Weiter. Bravo fährt einfach hoch zu einer Straße. Ich doch auch.
Nee, ich glaub, das bist du. Wir sind gerade einfach hochgefahren. Rechts, rechts. Jetzt reicht's. Alter, der Wagen ist schon geil zum Fahren. Macht Spaß. Weil der Nebel ist genauso gesetzt, dass hier kaum noch Nebel ist. Ja. Ja, Nebel ist nur in tiefen Gefilden. Ja, aber... Ist... Tja, jetzt salutieren sie. Habt ihr das gesehen? Er salutiert er nicht. Guck an die Rückfahrkamera. Dein Ernst? Das ist wirklich umgefahren. Ja, klar. Rückspiegel? Ja, klar, platt.